Übersetzung von Aaron Apkes Illusion of I, Illusion des Ichs. Der berühmte indische Seher Ramana Maharshi hatte einen Spruch, der so ging wie: Jemand kann nicht Freiheit erlangen, indem er versucht, jedes Blatt vom Baum zu pflücken, weil weitere Blätter einfach nachwachsen werden. Um Freiheit zu erlangen, muss der ganze Baum entwurzelt werden. Und was dieses Gleichnis meint, ist, dass du versuchen kannst, das Ego zu transzendieren, indem du mit einem Gedanken auf einmal fertig wirst, und das wird dir helfen, etwas Fortschritt zu machen. Doch es wird dich nicht zu der wahren und anhaltenden, ultimativen Freiheit führen, nach welcher du suchst. Um völlig befreit zu sein von der Illusion eines separierten Selbst, muss die Person selbst als Illusion erkannt werden. Ich kann nur aus persönlicher Erfahrung sprechen, doch nichts hat mir mehr inneren Frieden gebracht, als zu der Realisierung zu kommen, dass dieses kleine Ich, wofür ich mich mein ganzes Leben gehalten hatte, tatsächlich nicht existiert. Weil es ist dieses kleine Ich, das verantwortlich ist für alles psychologische Leiden, das du je erfahren hast. Doch zu verstehen, warum das kleine Ich eine Illusion ist, ist schwer für die meisten. In diesem Video werde ich also mein Bestes geben, um dieses Konzept für dich zu vereinfachen. Doch es ist wert, gesagt zu werden, dass das Konzept nicht die Freiheit ist, genauso wie eine Karte nicht das Territorium ist. Alles, was ich machen kann, ist, dich auf diese Realisierung hinzuweisen. Doch es ist auf jeden Fall etwas, das du für dich selbst sehen und herausfinden musst, wo du einen Aha-Moment hast. Diese Einsicht, wo du erkennst, dass die Geschichte eine Illusion ist. Das und das allein ist, was Freiheit bringt. Einer der am meisten missverstandenen Begriffe in der nicht-dualer Spiritualität ist das Wort Illusion. Oft, wenn ich sowas sage wie die Welt ist eine Illusion oder Leiden ist eine Illusion, triggert es viele Leute, wütend zu werden in den Kommentaren, weil sie denken, ich sage, was ihnen passiert ist, ist ihnen nicht wirklich passiert und du jammerst nur, um es zu erfinden. Also muss dieses Wort passend erklärt werden, sodass Menschen verstehen, warum solche Aussagen wie Leiden ist eine Illusion eins der ermächtigsten und befreiendsten Wahrheiten sein kann, die du hören kannst. Also teile ich mit dir meine persönliche Definition von Illusion und dann gebe ich dir ein Beispiel. Eine Illusion ist etwas, dessen Existenz davon abhängt, dass du es nicht verstehst. In dem Moment, wo du eine Illusion verstehst, verschwindet sie, weil Verstehen Illusionen aufhebt. Wenn wir ein Stück Seil als Beispiel nehmen und ich mache einen Knoten in der Mitte des Seils. Ich frage dich, ob der Knoten existiert und du sagst, na klar existiert er, ich kann ihn genau da sehen. Also identifiziert sich der Mind, mit was ein neues Objekt zu sein scheint, genannt Knoten. Doch dann sage ich dir, der Knoten existiert nicht. Er ist eine Illusion. Und du magst sagen, wie kannst du nur meine Intelligenz in Frage stellen? Ich kann den Knoten genau da sehen, du musst mich für einen Idioten halten. Das ist grundlegend, wie viele Leute reagieren, wenn sie hören, Leiden ist eine Illusion. Es heißt nicht, dass du nicht Leiden erfährst, denn offensichtlich tust du das. Genauso wie du einen Knoten in dem Moment erfährst, in dem du es als neues Konzept identifizierst. Doch was es heißt, der Knoten ist eine Illusion, heißt, dass es keinen Knoten ohne Seil gibt. Der Knoten ist einfach was, was das Seil machen kann. Also erzeugt es die Illusion, als wäre da so ein Ding genannt Seil und ein anderes Ding genannt Knoten, wenn es das tatsächlich nicht gibt. Nur das Seil existiert. Um diese Analogie zu verwenden, folge mir für einen Moment, wenn du über deine Vergangenheit nachdenkst. So wie du sie erinnerst, ist genauso wie deine Träume nachts. Erinnerungen tauchen dir als ätherische Bilder in deinem Geist auf und Schnappschüsse in der Zeit, von denen du dir nicht sicher sein kannst, ob sie realer als deine Träume nachts sind. Doch der Mind will diese Träume in der Zeit weiterführen und Geschichten aus ihnen machen, welche definieren, wer ich bin in diesem Moment. Doch alle Geschichten sind Illusionen. Sie existieren nicht ohne ein Ich, das über sie nachdenkt. Nur dieser Moment existiert. In jedem Jetzt-Moment werde ich neu geboren, frei zu sein, wer ich wähle zu sein. Nun frei von all meinen Träumen der Vergangenheit. Also können wir diese Analogie nutzen, um zu sehen, warum die Person, das Konzept des Selbst, auch eine Illusion ist. Die Person ist eine Geschichte.
Unser gesamter Sinn des Selbst, was wir für real halten, ist nur eine Geschichte, erschaffen aus Erinnerung. Es gibt keine Person ohne eine Geschichte. Wenn du die Geschichte entfernst, geht die Person damit auch. Was ohne die Geschichte bleibt und das Konzept des Selbst, ist nur der perfekte jetzige Moment, welcher kein mentales Leiden beinhaltet, keine Angst, keine Wertung. Diese Dinge können nur innerhalb einer Geschichte existieren, welche der Mind erschafft. Wir tendieren dazu, die Welt nur durch die Konzepte der Vergangenheit und Zukunft zu sehen, doch niemals, wie sie tatsächlich ist. Nun, dies ist wie die Illusion der Person und daher Leiden generiert wird. Wir vergleichen, was jetzt passiert, mit was wir in der Vergangenheit erlebt haben oder dem Verlangen einer Zukunft. Also in einer grundlegenden Weise interagieren wir niemals mit der realen Welt. All unsere Zeit wird träumend verbracht. Unsere schlafenden und wachenden Träume sind unterschiedlicher Form, doch ihr Inhalt der gleiche. Es ist alles Illusion. Das meiste, was wir sehen, ist tatsächlich der Protest des Egos gegen die Realität. Zum Beispiel, lass annehmen, es sind zwei Menschen. Einer war Single für 5 Jahre und einer war in einer erfüllenden Beziehung über 5 Jahre. Wenn du den gleichen Gedanken in ihren beiden Köpfen platzierst, sowas wie, ich werde für immer allein sein, dann wird die Reaktion völlig verschieden sein. Für den Single ist dieser Gedanke Tag und Nacht eine Tortur, während der oder die, der in einer glücklichen Beziehung war, darüber lacht, als lächerlich und nie mehr drüber nachdenkt. Die Frage ist, welche Person hatte die richtige Interpretation dieses Gedankens? Die Antwort ist, keiner, weil der Gedanke eine Illusion ist. Die Person, die Single ist, träumt von Leiden. Es existiert nur deswegen in ihrem Geist. Wenn sie das verstehen könnte, dass dies nur ein Gedanke ist und nicht die Realität, würde der Gedanke all seinen Einfluss verlieren. Das ist also, warum Leiden eine Illusion ist. Es ist eine Erfahrung, die nur passieren kann aus einer Geschichte. Wenn wir leiden, glauben wir, dass ich derjenige bin, der leidet. Dieses Ich, das leidet, ist eine Illusion, welches der Mind erschafft. Wie können wir sicher sein? Weil die Geschichte des Leidens und desjenigen, der Leid erfährt, eine singuläre Erfahrung sind. Wenn du die Geschichte entfernst, das ist das Leiden und der leidet, dann verschwindet er mit ihr. Du kannst nicht einen Leidenden ohne eine Geschichte haben. Daher sind diese scheinbar verschiedenen Dinge eine nicht separierbare Erfahrung. Es gibt keinen, der leidet. Es gibt nur die Erfahrung, das Erleben von Leiden. Das ist ein cleverer Trick, den du dir spielst, um zu versuchen, Leiden zu entfliehen. Doch eine Art, das Leben zu sehen, ist zum Beispiel, wenn du dir eine Erkältung einfängst, dann gibt es keine Person, die eine Erkältung hat, genauso wie es keine Erkältung gibt, die eine Person hat, weil das eine Geschichte ist, die der Mind erschafft. Beides sind Phänomene, die vom Awareness beobachtet werden. Du erkennst einfach, dass du dieser Punkt in der Zeit bist, die Erfahrung einer Erkältung. Also erlaubst du einfach die Erfahrung, ohne ihr mental zu widerstehen. Wenn du versuchst, nur mit Geschichten umzugehen, wird der Mind einfach ständig neu erschaffen. Doch wenn du die Illusion von Ich als Ganzes entwurzelst, hat der Mind kein Material mehr, Illusionen zu erschaffen. Aus keinem Subjekt, keiner Geschichte. Jede Illusion, die der Mind erschafft, liegt an dem Glauben in ein getrenntes Selbst, welches es erlebt. Und das ist, wo wahre Befreiung und innerer Friede herkommt. Wir kämpfen gegen die Realität, weil wir halten es für kalt und grausam. Und doch kämpfen wir alle dagegen, wie gegen unsere eigenen Träume davon. Wenn wir die Realität so sehen könnten, wie sie tatsächlich ist, ungefärbt durch all unsere falschen Illusionen und Träume, würden wir nichts mehr wollen als die echte Welt. Die meisten Menschen versuchen, sich selbst zu lieben, indem sie das Konzept des Selbstlieben, das sie haben, basierend auf den Geschichten, die ihr Mind über sie erschaffen hat. Doch du kannst so nicht Selbstliebe finden, das ist eine Fake-Sicht, die du versuchst zu lieben. Du kannst nicht eine Geschichte lieben, weil alle Geschichten Leiden erzeugen. Sogar unsere schönsten Erfahrungen, unsere besten Zeit unseres Lebens werden vom Ego als Werkzeug benutzt, um die Vergangenheit zu glamourieren
Und daher erinnern wir uns an die guten alten Zeiten, als die Dinge offensichtlich besser waren, als sie jetzt sind. Und wir wünschen, diese Dinge könnten wieder so sein, wie es damals war. Und währenddessen übersehen wir die großartige, nicht beschreibbare Perfektion des jetzigen Moments. Erinnerungen sind an sich kein Problem. Das illusorische Auge, welches annimmt, sie erfahren zu haben, ist es. Dieses ist ohne den Glauben an ein separiertes Auge, welches die Erfahrung erfährt, nicht möglich. Der Mind kann nicht eine Geschichte ohne Erinnerung erzeugen. Hier ist also ein kurzes Gedankenexperiment, dass du durch deine Erinnerungen schauen kannst, welche am lebendigsten für dich sind, und dann schau, ob du ein separiertes Subjekt lokalisieren kannst, welches sie erlebt hat. Was du rausfindest, wenn du das tief genug untersuchst, ist, dass sogar die sogenannte Person auch eine Erfahrung ist. Was du gedacht hast, was du gefühlt hast, den Wind und dein Haar, die Aussicht der Bäume, der Geruch der Blume und die Person, die sie gefühlt, gesehen und gerochen hat, ist alles Teil einer nicht separierbaren Erfahrung. Das ist also die Wahrheit der Sache. Die Person existiert nicht. Es gibt kein getrenntes Ich ohne Erfahrung. Dein Mind versucht, deinen Sinn des Selbst zu lokalisieren, indem er dich überzeugt, dass du der Körper bist. Und wenn du das glaubst, wird die Illusion eines getrennten Selbst getrennt vom Leben erzeugt. Du kannst nicht der Körper sein, weil der Körper selbst auch erfahren wird. Also ist der Körper ein nicht separierbarer Teil dieses Moments. Und er kann nicht herausgeteilt werden. Du bist dieses formlose Gewahrsein, welches alle Erfahrung beobachtet. Wenn du zum Beispiel Fahrrad fährst, sagst du nicht zu dir selbst, ich fahre jetzt dieses Fahrrad. Du beziehst dich nicht auf irgendeine Geschichte des Selbst. In dem Moment bist du die Erfahrung, ein Fahrrad zu fahren. Du bist das ganze Ding. Dies zu erkennen, heißt perfekt präsent im Leben zu sein. Das ist, was wir Flow State nennen. Michael Jordan hat den Ausdruck geprägt, in dieser Zone zu sein, und sagte, dieses großartige Gefühl ist einfach so, als ob sich alles bewegt. Jeder Schritt, jede Entscheidung, die du triffst, ist die richtige Entscheidung. Und wir wollen alle in dieser Zone sein. Sehr oft wissen professionelle Athleten, dass das Geheimnis des Flow States ist, niemals den Flow State anzuerkennen. In dem Moment, wo du dir denkst, ich schmeiß das Ding, genau da fliegst du aus dem Flow. Der Mind erschafft konstant dieses illusorische Auge, welches die Anerkennung für alles bekommt. Doch der Grund, warum du so gut performt hast in einem Flow-State, ist, weil dieses illusorische Ich nicht präsent war dafür. Ohne das Konzept von einem Ich, welches die Aktionen macht, kann der Körper nur den gegenwärtigen Moment lesen und reagieren und sein Bestes geben von seiner Fähigkeit, was alles möglich ist. Weil der Mind zu langsam ist, kann er nicht mit dem jetzigen Moment mithalten, weil er zuerst drüber nachdenken muss, was ihn einen Schritt hinter die Realität setzt. Also ohne, dass der Mind analysiert, was du tust, wirst du eins mit dem jetzigen Moment, wirst du eins mit dem Universum in Bewegung, Realität, die sich selbst erlebt. Und daher ist dies die Wahrheit der Tatsachen. Es gibt kein Ich, welches separiert werden kann aus diesem Moment. Die Erfahrung und das Erfahren sind eins. Eines kann nicht ohne das andere existieren. Was heißt, das ist wie Raum und Zeit. Sie sind eins. Und ebenso wie diese Realisierung uns Freiheit bringt, heißt das, dass die Gravitation der Vergangenheit nicht länger an uns zieht, uns nicht länger überzeugt, dass wir etwas anderes wären, als wir sind. Nun befreit es uns von der Illusion eines persönlichen Selbst und all seiner oder ihrer Geschichten, und es erlaubt uns, die befreiende Freude des Jetzt-Moment zu erleben. Du bist, was du erlebst, und genauso wie du aus deinen Träumen nachts aufwachst und erkennst, du warst nicht nur der Träumer, sondern der ganze Traum. Es sind nur Konzepte, die uns von der Realität trennen, doch Konzepte sind Illusionen. Dieser Jetzt-Moment teilt dir nicht mit, dass du einsam, unvollständig oder deprimiert bist. Nur ein Konzept kann dir das mitteilen. Und das ist, was in Ein Kurs in Wundern gemeint ist, wenn es heißt, Befreiung kann gesehen werden,
als nicht mehr als ein Entfliehen der Konzepte, von denen die meisten Leute Angst haben. Die Realisierung, dass ihr geschätztes Konzept des Selbst eine Illusion ist. Das Ego sagt, ach komm schon, du kannst doch nicht durchs Leben gehen ohne einen geschaffenen Sinn des Selbst, oder nicht? Du wirst so eine Art ausgeschalteter, gehirntoter Morone, der den ganzen Tag auf der Couch hockt. Doch natürlich geht nichts an dir verloren, außer das, was niemals real war. Um zu beginnen, wenn jemand deinen Namen ruft, wirst du immer noch den Kopf umdrehen. Doch du bringst nicht all deine Geschichten mit dir. Das Ego will, dass du glaubst, dass es die schlechteste Idee ever ist, diese illusorische Wahrnehmung von selbst aufzulösen. Das Schlimmste, was dir je passieren kann. Und die meisten Leute glauben es. Das meiste also, was die jemals tun, ist ein Blick durch Schlüsselloch, eine Höhe von Freiheit mitzunehmen. Doch sie machen niemals den Glaubenssprung selbst. Das Ego wird bis zu seinem letzten sterbenden Atemzug kämpfen, dich von dieser Realisierung fernzuhalten, weil es weiß, dass dies seine Auflösung wäre. Also hab keine Angst davor, all diesen Weg zu gehen. Der Mind hat keine Ahnung von Freiheit. Daher ist alles, was er dir darüber mitteilt, Lüge. Das separierte Selbst sitzt in Angst vor dem Altar der Freiheit. Es würde eher jedes andere Schicksal erfahren als dieses. Doch all das passiert, wenn das Schiff gemacht ist. Immerwährender Friede. Oder wie Jesus sich darauf als das Königreich der Himmel bezogen hat. Und wenn irgendjemand mein Jünger sein will, lass in ihm erst das Konzept des Selbst sterben. Erleuchtung nimmt dir nichts, doch dein Leiden. Daher wiederhole immer wieder diese Frage, wer bin ich? Und erlaube der Stille, die folgt, zu antworten. Immer wenn du leidest, hinterfrage den, der leidet. Und je mehr du fragst, desto mehr wirst du sehen. Von den Dingen, von denen dich das Ego glauben macht, dass es da ist, dieses separierte Selbst, welches glaubt, es selbst zu sein, und all sein Schmerz. Es ist nur eine Geschichte im Mind. Es ist in Realität nicht da. Es kann niemals in diesem Jetzt-Moment gefunden werden. Die Wahrheit ist, dass wir vor unserer Freiheit Angst haben. Weit mehr als vor unserer Bindung. Unsere Bindung sind wir wenigstens gewohnt, doch Freiheit ist völlig unbekannt. Wer wäre ich ohne meine Vergangenheit? Was würde ich werden, wenn ich all meine Geschichten loslasse und jedem vergebe? Ich könnte verloren und verwirrt und einsam werden mit keiner Geschichte. Dies wird die letzte Anstrengung des Egos, bevor du den Himmel betrittst. Es will, dass du glaubst, dass Bindung tatsächlich Freiheit ist und Freiheit Tod ist. Ja, das kann nur fürs Ego wahr sein, dessen gesamte Existenz davon abhängt, dich in Ketten zu halten, gebunden an die Illusion der Person. Wenn du dich selbst befreien würdest, würdest du sehen, dass es ohne eine Vergangenheit einen ununterbrochenen Frieden ohne Schuld gibt. Da ist einfach Freude ohne Angst. Perfekte Liebe. Alles in der Ego-Welt ist nicht real und nicht wahr. Doch du wirst nur die Brücke aus Illusionen in die Wahrheit machen, sobald du siehst, dass die andere Seite Freiheit ist. Und hier gibt es nichts als Schatten und Staub, Schall und Rauch.